ländliche Idylle nahe Godow bei Rostock. Doch am 2. April war es hier vorbei mit der Ruhe. Der Warnow Motocross Club hatte zum Stoppelcross-Rennen eingeladen. Und es waren Motorsportfreunde aus ganz Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus gekommen. Wir machen das einmal im Jahr. Das hier ist das dritte Mal hintereinander. Jedes Mal an einem anderen Ort. Und bis jetzt wird das wirklich sehr gut angenommen. Für die begehrten Pokale gaben die Teilnehmer alles. Christian Matzi aus Sato, einer der Favoriten. Für ihn ging es um viel, denn er hat in seiner Klasse schon zweimal den Wanderpokal gewonnen. Bei einem dritten Sieg darf der Pokal endgültig mit nach Hause genommen werden. Klar, da darf nichts mehr dem Zufall überlassen werden. Das Motorrad soll schließlich einwandfrei funktionieren. Das ist Standard. Man wechselt den Luftfilter halt entsprechend seines Verschleißes bzw. seiner Verschmutzung. Heute ist es sehr staubig, weil es relativ trocken ist. Dementsprechend wird der Luftfilter nach jedem zweiten Lauf oder so getauscht. Bis zum entscheidenden Rennen blieb noch eine Stunde Zeit. Vorher waren andere Altersklassen an der Reihe, denn auch Kinder und Senioren konnten beweisen, was sie können. Matti ist 8 Jahre alt. Er ging mit der Nummer 108 in der 65er-Klasse ins Rennen. Seit 4 Jahren betreibt er mit Leidenschaft diesen Sport. Doch diese Stoppelcross-Strecke war eine ganz besondere Herausforderung für ihn. 7 Runden galt es zu fahren und das auf sehr staubigem Boden, die Sicht oft durch heftige Windböen und den aufgewirbelten Sand eingeschränkt. Doch nach einigen Anfangsschwierigkeiten war Matti schließlich ganz vorne. Also war schwierig, ich bin einmal hingefallen, dann habe ich ungefähr 5 Leute oder so aufgeholt und dann war ich vorne. Rasante Fahrten auch bei der Quad-Klasse. Die Bahn war extra für diesen Tag präpariert worden. Im nächsten Jahr wird das Rennen wieder an einem anderen Ort stattfinden. Kurz nach 3 stieg schließlich die Spannung. Für Christian Matzi hieß es jetzt noch einmal alles geben, um sich den Pokal zu sichern. Auch bei den Landesmeisterschaften ist er schon erfolgreich mitgefahren. Derzeit trainiert er etwa einmal in der Woche. Doch das soll demnächst wieder mehr werden, denn für die Zukunft hat er noch große Ziele. Das Stoppelcross-Rennen bei Rostock und damit auch den begehrten Pott hat er mit großem Abstand gewonnen.